wir haben da jetzt runtergesprengt. Zu den kleinen Felsvorsprung kann man noch hinter zukommen, da kommen jetzt noch 1, 2, 3, 4 Lehhähne. Am Boden unten nachher noch 4 Lehhähne, weil die Länge nicht ausgereicht hat. Und drüben ist ein kleiner Felsvorsprung, dort war ein Loch verstopft. Dort werden wir jetzt einmal nachfahren und nachsprengen. Jetzt haben wir schon 1,5 Meter gebohrt. Die Bohrlaufetten ist auf dem Bagger oben, wie man das sieht, da wie immer Felstechnik. Und wird hydraulisch angetrieben hier am Bagger. Und die Druckversorgung für den Luftdruck erfolgt durch einen hydraulisch angetriebenen Baggerkompressor. Neue Aufgabe ist noch die Bohrlöcher vorbereiten. Die Bohrlöcher aufzuschreiben über eine eigene Bohrtabelle, wo ich aufschreibe, wie der Bohrvorgang abgeht. Das heißt, falls irgendwo eine Hohlstellen sind, dass ich das noch aufschreibe. Die Bohrlöcher markieren und nachher zuzudecken, damit keine Fremdkörper reinfallen, damit das Bohrloch ganz bleibt, damit nachher das Dynamit bis ganz unten abreicht. Wahrscheinlich ist da das Gestein ein bisschen lockerer als zuvor, weil jetzt bohren wir schon die ganzen 2 Minuten. Und wir haben jetzt schon über 3 Meter. Jawohl, jetzt haben wir 3 Meter Bohrtiefe. Bohrloch schaut relativ gerade aus, die Bohrstange hat sich nicht gebogen. So, jetzt hat er mal dort einmal nachsetzen, circa kurz auf, dort den Stab ausblasen. Jetzt fährt er nochmal durch, habe. Weil es noch keine Steine nachgerieselt sind, das sind keine Hohlstellen, das hat ich noch mal zusammengeklopft. Jetzt haben wir ca. 3,40 Meter Bohrtiefe. Kann er schon absetzen zum nächsten Loch und die wir jetzt zwischen das noch abdeckeln. Das Bohrmehl sollte man halten, weil das braucht man auch zum Zustopfen, damit der Schuss nicht ausfällt. Suche mir wieder Stammplatten aus. Ja, ist ein bloßes Material. Ja, da sitzt mein Bohrer nicht so leicht aus. Ja, aber geht's denn wieder dahin?
wie man zuvor gut sehen kann, hat die Sprengung gut hingehauen. Das waren eins am Bohrlöcher von 2,50 m bis 4 m Tiefen mit unterschiedlichen Rohrungsstärken. Das Material ist schön gebrochen, da rüben ist ein Felsen, ein bisschen kompakter, das ist nicht so gut gebrochen, es macht aber nichts, wir brauchen größere Steinarzt aufbauen. Und jetzt wird da nur die Kehr fertig ausbaggern. Ist genau nämlich in einer Kehr, ist da der Felsen drin. Und wir wollen mal einen Durchmesser, soll man schon anfangen, also einen Radius von 12 Meter, ziehen wir da fast an, damit man einfach in einen guten Zug durchfahren kann, in einen Schwung durchfahren kann. Baggert er jetzt ab. Ja, da wird er noch ein Ende zum Baggern haben. Auf jeden Fall, das baggert er doch jetzt runter, schmeißt es runter. Entweder wir werden es da teilweise liegen lassen und teilweise müssen wir es eher einbauen, weil da noch Haufen Stahl ist. Dort werden wir nachher mit dem anderen Sprengmaterial, was wir weiter oben noch rausholen und so mit Schoda noch anfüllen, dass wir da auch inzwischen 10 und 11 Prozent Steigung oder beziehungsweise Gefälle nachher da oben zusammenbringen. Kann, hat ein Fuß schon relativ weit unten ansetzen müssen. Da sind noch ca. 2 Reihen, also bis da einer sind jetzt ca. was werden das sein? Ja, fast 10 Meter, 8 bis 10 Meter. Hat er jetzt weiter unten noch einen Fuß ansetzen müssen. Hat ihn da unten am Lehner gebaut und hat nachher so kleinweise aufgebaut. Damit wir einfach da mit der Kehre schon her sind, damit wir da im quasi leichten Gelände noch mehr Meter gewinnen, nur Haufe. Eben, wie gesagt, da vorne wird noch mit dem Material ausgefüllt, die Dollen, dass man auch da vorne bis zum vorne Auto noch bis zum Hänger. Von dort an, wenn wir anfangen zu schieten, dass wir dort aufkommen.